So, liebe Leute, hallo, guten Tag, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mein Name ist Justus König, bekannt als Indiana Jones der Abenteurer oder Captain America. Heute bin ich bei meinem Bumblebee Transformer Sport Quad Suzuki LTZ 400. Und zwar Baujahr 2007, Einspritzer, 400 Kubik, Einzylinder, Vergaser. Bin ich von Würzburg, Chat-Tankstelle, getankt. Und dann Chat-Tankstelle Zanderau, Würzburg, getankt und dann hingefahren nach Bad Mergentheim, aber nicht so, sondern über schöne Landstraße, erst über Kist, Höchberg Kist, dann die Landstraße nach Tauberbischofsheim, in Tauberbischofsheim haben wir dann reingefahren und dann durch Tauberbischofsheim durch, schön wunderschönes Taubertal durchgefahren, durch den Superblitzer, also durch den Blitzerkasten durchgefahren, dann Bad Mergentheim reingefahren, von Bad Mergentheim musste ich wieder zurückfahren, naja, weil ich habe gemerkt, der Quad ist der Koffer hinten gebrochen, also der original Gepäckträger. Und der Koffer ist gebrochen, also original Gepäckträger und der Koffer. Der original Gepäckträger unterhalb, das Aluminium ist und das aus einem Eisen nachgemacht hat, der Gepäckträger ist gebrochen. Ich habe zum Glück Zuko dabei gehabt, konnte es auch befestigen. Es war nur die rechte Seite gebrochen. Habe ich bei Bernhard gemerkt, deswegen bin ich mit Bernhard gleich wieder zurück nach hierher gefahren. Jetzt wird es dann vom Motorfix repariert, da wird es angucken und jetzt muss ich halt warten hier in Reichenberg auf dem Bus, der hier dann losfährt, gleich hier um 14:18 Uhr. Und mir hat hier kein Internet, schlechtes Internet, also eh langsam. Jetzt warte ich hier, aber ihr könnt alles sehen, das wunderschöne Video. Es ist ein schönes Fahrvideo. Ja. Mit kleiner Pfanne. Zurzeit habe ich der Woche viel Pech, denn gestern wollte ich mit dem Roller wegfahren, abends ist mein Schlüssel abgebrochen, Roller. Ich habe gerade umgedreht, wollte umdrehen und abgebrochen. Scheiße. Jetzt müssen wir es halt wieder raus. Das Endstück vom Roller ist drinnen. Wir haben noch einen Zweitschlüssel, aber das ist leider, das Endstück ist drinnen. Und das muss ich immer jetzt rausbekommen wieder. Abbauen. Ah, scheiße. Da gibt es doch so einen Trick. Mit so. Handsäge, wie heißt das? Keine Ahnung, so kleine Sägeblätter. Und das soll rein und dann soll der Rüst rausziehen. Das ist ein Stück ist drin, im Zündeschloss und Roller. Auf einmal kommt alles, ne? Pech gehabt. Ja, toll. Ach. Ja, was soll man sagen? Kann passieren alles. Ja, jedenfalls, morgen treffe ich meinen Onkel wieder. Onkel, nein, kein Onkel. Ja, nicht. Ein Kumpel. Und ein Kumpel geht morgen wieder grillen, mit dem Gaskocherkoffer. Und machen schöne Sachen wieder, laufen. Denn ich habe ja Urlaub, das heißt, da habe ich am Freitag frei Zeit. Ansonsten hätte ich jetzt Frühschicht, müsste wieder was anderes machen, weil ich dann nächsten Tag wieder arbeiten müsste. Ja, wisst doch, ist, immer mehr Frühschicht hat, muss man arbeiten am Samstag. 6 Tage Woche, sind alles Überstunden. Gut, und jetzt warte ich auf den Bus und wünsche euch einen schönen Tag noch und viel Spaß am Video. Und wie gesagt, morgen bin ich in Onkel unterwegs, weil wir wissen nicht, wann man das nächste Mal sowas machen kann. Erst wahrscheinlich wieder im Juli, weil ich Urlaub habe wieder. Sonst nicht, weil ich habe dann Spätschicht, da geht es auch wieder nicht. Da muss ich arbeiten bis 22 Uhr, freitags dann. Und bei Frühschicht auch nicht, da muss ich mich nächsten Tag wieder am Samstag wieder arbeiten. 6 Tage Woche, jede Frühschicht 6 Tage in der Woche. Aber nicht bis 14 Uhr wie früher, sondern bis 12 los. Sind aber als Überstunden, die man irgendwann wieder abfallen kann oder ausbezahlt wird. Und ich bin schon über 80 bald drüber. Noch eine Minute oder 2 Minuten, dann bin ich schon auf 80 plus Stunden. Jetzt warte ich hier auf dem Bus. Ich hoffe, kommt bald. Euer Justus, over and out. Viel Spaß beim Film. Let's play. Lasst euch ein schönes Video angucken. Schöne Fahrt. Hier. Durch das Taubertal. Ja. 14. Schon vertreibt. So.
geben. Sag, ich hab ja keine Karte, ich hab keine kaufen, bis jetzt. Oder Notfall im Quartier. Entschuldigung. Mundschutz ist auch nicht mehr Pflicht, aber es ist eine wunderschöne Fahrt. Das erinnert mich wieder an die Abenteuer-Rademeister, die bald kommt. Die schon wieder nächsten Monat soweit ist. Von Mammut zu vier Busse zum Gelände. Unten warten man, da fährt man kostenlos für die Busse hoch, Sattelbusse zum Gelände. Das ist halt der Bus. Ja, also wir machen einen Quad, der das Ding gebrochen ist. Bad Nergenheim ist der Quad, die Fahrt. Der Ding gebrochen. Der Gepäckträger hinten. Das Original. Auf der rechten Seite. Und später noch das Zubehör da, Gepäckträger. Vielleicht war der Koffer zu schwer auf einmal. Einfach gebrochen. Das wird's Handy. Was allein da oben im Reichenberg kein Internet. Was schlechtes Internet. Sehr schlecht, dass wir hier wieder in Heiligs unter der Autobahnbrücke hat. Gut. 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 War schon lange nicht mehr mit dem Bus gefahren. In Nutzburg. Jetzt sind wir hier an der Randbankstelle. Und das ist die Karte 82. Allein im Bus. Gut. Ah.
das stehen wir hier. Unter uns ist nochmal Busmotor. Gut. Und das ist meine Tasche. Ganze Ausrüstung drin. Straßenbahn.
hier. Sensationen. Das hören wir aus. Und dann muss man auch. Gut. Aus. So, geht's jetzt wieder. Jetzt sind wir in Würzburg. Gut, angekommen. So, jetzt sind wir hier. Also, der Busfahrer kann da nicht viel Deutsch. Ich hab gesagt Würzburg, ich hab nicht so verstanden. Start, ich hab kein Geld. Ne, ich hab kein Geld dabei, ich hab keine Karte. Da gibt's schon ein Problem, muss alles bastend haben. Hat nur gemeint, muss vorher schon eine Karte kaufen. Ich hab hier keinen Plan. Vielleicht hätte ich gesagt, du kannst kostenlos fahren. Aber ich wollte kein Problem, wenn es Kontrolle kommt. Ja, das ist ein Problem, ja. Zum Glück habe ich bastend Geld dabei gehabt. Kleingeld. Ich will was einfacher. Du hast einfach einen Busfahrer bezahlen können und der hat immer genug Geld gehabt. Heute ist es alles so komplizierter. Das läuft halt immer Mercedes-Benz dahin. Keine Ahnung, das war ganz. Alles ist jetzt laufen. Problem ist, ich treffe mich gleich in das Acker, kommt da einer Kumpel. Deswegen fahre ich mit das Acker dahin. Da kommt nämlich direkt von der Arbeit wegfahren. Das Acker. Da wollen wir nicht eine. Der wollte was da unterhalten. Muss ja zu Edeka kommen. So. Ich versuche einfach da jetzt zum nächsten Busch nach Rasacker zu wischen. Ich habe gesagt, ich möchte gerne Rasacker. Heißt Rasacker? Ja, Rasacker. Kein Plan, keine Ahnung. Würzburg, ja. Nee, Rasacker, ich muss Rasacker. Wie jetzt machen? Welche Karte kaufen? Kein Plan. Zumindest hat er sich auch verabschiedet. Sind. Nett war da, aber nicht viel verstanden. Vielleicht neu. Früher was anders. Da hast du gesagt, das ist ja Rasacker, da wollen wir hin. Da haben sie gleich die Karte der Umgebung gesagt, wie du hin musst. Aber dann hat sie keine Ahnung. Muss selber schauen. Problem ist halt, oben halt kein Internet. Ganz langsames Internet. Und jetzt muss ich einen Durchgang finden, als ich hier in der Tankstelle war. Weil da ist an die Bushaltestelle von Rasacker. Und schau, welcher Bus dahinter. Alter. Alles nur noch kompliziertlicher.
und teuer gemacht. 2,80 habe ich bezahlt für das Runterfahren. Nochmal 2,80 für Rauffahren. Das heißt, der Jet angeschaut, das soll Durchgang sein. Ach, die Fahrradfahrer fahren. Ich könnte natürlich Kumpels anrufen und sagen, ob ich fahren können, aber ich habe doch Zeit, da brauche ich keinen zu belästigen. Da kann ich es doch mit dem Bus selber machen. Das geht doch auch. Das funktioniert. Jedenfalls habe ich gleich die Karte gekauft, einen Automaten für nach Rasaka. Gott. Und wenn ein Automatenschild drauf, muss schon passend bezahlen. So, jetzt muss dann irgendwo hier die Bushaltestelle kommen. Und das ist echt schönes warmes Wetter. Verdammt, habe ich dieses Jahr Pech, diese Woche Pech. Gestern verreckter Roller. Ich meine, der Schlüssel abgebrochen. Das Endstück steckt noch drinne. Das hat Schlüsselhammer, das hat Schlüssel. Dann kriegt das Endstück nicht raus, ein Zündschloss. Gut. Und heute gebrochen. Und gerade das Ding. Der Halter. Und da habe ich meine Fahrt heute begonnen. Und das Navi hilft mir auch nicht sonst. Handy-Navi, wir waren da gekommen. Das ist echt hängen geblieben. Mal gucken, wie wir aufs Acker kommen. Westburg, Konradstraße, Konrad-Dies-Straße. Gut. Bus. Also, das andere kommt einer. Bus 5. Die 552. Also, 552 fährt nach Osaka. Erstmal 50% nach dem Handy. Gut. Planet ja auch schon. Gut. Vorne, wo ich hergelaufen bin, ich glaube, ist der Bus nach Ochsenfurt gefahren. Ach, keine Ahnung. Da ist eine Boschwerkstatt. Was? Ja, warte hier auf dem Bus. Ist jedenfalls viel besser, viel billiger als Taxi.
Leute, ja, ich bin jetzt wieder zurück. Das war eine komische Reise. Erst im Quad gefahren. Sind wir schön hier von der Tankstelle Würzburg aus, Sanderau, über Kist gefahren, über Höchberg-Kist und dann die anderen Ortschaften bis Taubbischofsheim durchgefahren, dann die Taubertal-Strecke gefahren, wo diese Blitzer kamen, dann in Bad Nergenheim, waren wir rechts in Innenstadt nahe und dann halt an, dann guckt man, wenn wir hinten gerade die GoPro-Akku wechseln, macht man Kofferraum, ja, sieht man vom Kofferraum, dass dieser die Halterung, eine hinten Originalhalterung gebrochen ist. Weißt du, die Halterung? Hinten der Gepäckträger aus Aluminium, Original, ist gebrochen, rechte Seite. Und der Gepäckträger selber, wo nachgerüstet ist, auch irgendwie gebrochen an der Roststelle, keine Ahnung. War ich bei Transport. Ich habe jedenfalls ein bisschen Gewicht rausgenommen, meine Tasche, wo das Badezeug drin war. Da habe ich mit so einem Spanncode am Sitz festgemacht und damit noch so ein Zugurt oder Spanngurt noch gehabt, noch zwei. Und da habe ich jetzt das Ding im Rahmen befestigt, das Hinterteil, wo kaputt ist, mit dem Rahmen von Quad befestigt, so dass es hält bis zur Werkstatt. Da habe ich halt von da aus gleich zurück nach Würzburg gefahren, halt Kist Richtung Kist. War ein Kist, Motorfix, der muss es dann reparieren. Also jetzt habe ich das hier stehen gelassen und da tut zunächst reparieren, schweißen, keine Ahnung, ist passiert, Bonne. Deswegen muss ich dann, und dann blöd war, halt ein Kist. Ich habe kurz Internet gehabt, gutes Internet. Konnte schnell gucken im Bus. Hab gesehen, ich muss davor laufen, dann war ich in 20 Minuten Bus. Hab mir noch den anderen Bescheid gesagt, dass da ist, und dann habe ich einen Schlüssel, wäre schon. Und dann war es auf einmal das Internet langsam weg. Dann bin ich halt, wo es eigentlich Bushaltestelle sein soll, reingelaufen. Und habe auf den Bus gewartet, dann 10, 20 Minuten kam. Bin dann eingestiegen, hab einen Busfahrer gesagt, ich möchte mal nach Würzburg was Acker. Hab aber keine Fahrkarte, wie ich ja nichts wissen, nichts, na, keine Ahnung. So, war halt so ein Ausländer, hat nichts gewusst, nicht Deutsch. Ich hab gesagt, ja, ich hab kein Geld, ich hab keine Fahrkarte. Er hat gesagt, ja, Fahrkarte muss Kaufautomat. Ich dachte, ja, hier aber in Würzburg, aber hier ist der Kaufautomat. Ja, hat gesagt, hast du, ja, okay, kein Problem, hast du 82 passend? Sag ich, oh ja, gerade so. Und dann sag ich, aber ich muss da aus Acker, sag, keine Ahnung. Da bin ich halt erst hingefahren zu die Endstation von Würzburg, Sanderau, Straßmann-Endstation, da hat er angehalten. Und da bin ich rausgegangen und bin hochgelaufen zur Chat-Tankstelle, Sanderau, und da habe ich einen Bus nach Rassacker gefahren. Und der Bus war voll mit Schulkindern. Und 15 Uhr 22. Der Bus liegt 552, so muss er reißen, glaube ich. Ja. Gut, so war die Geschichte. Bus war voll. Mit Kindern. Schulkinder. Gut. Eine Reise, die anders geändert hat. Mit Bussenschluss. Aber was es geht, ich habe Handy-Navi benutzt. Handy-Navi, Google-Navi-Bus. Das hat man halt daraus halt innen haben kann, hat man genau gezeigt, wann, welche Haltestelle ich einsteigen soll, wann der Bus kommt, welcher Bus, wann er kommt, wann die nächste Haltestelle dort bin und einsteigen muss und hinlaufen muss. Nächste hat er alles gezeigt, das Google Navi App. Hat mir genau gezeigt, wo ich aussteigen muss, wann ich da ankomme, wann ich da aussteigen muss, wo ich da hinlaufen muss zur nächsten Haltestelle und welchen Bus ich und welche Uhrzeit nehmen muss. Das war das Google Handy Map, das Google Mapster App. Ansonsten hoffe ich, es wird bald also gut. Den Radarschlüssel, naja, das Endstück ist halt abgebrochen. Also vom Schlüssel, dieses Endstück ist drinne. Umdrehen wollte ich und dann ist das Endstück einfach abgebrochen. Steckt so gerade noch so drinne. Innen drinne. Nicht halb draußen, noch ganz drinne, das Endstück. Scheiße, ne? Was wir machen. Solange es auch läuft, ist alles noch okay. Das ist halt. Ja. Das war die aktuelle Information. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Servus, bis zum nächsten. Und danke fürs Zuschauen, einschalten. Ganz mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, macht ein Like, Daumen hoch. Und denken Sie dran, Kommentare sind deaktiviert, weil es gibt genug böse Leute, Trolle und da Neider, die wollen wir keine Chance geben. Aber ihr könnt immer eine Nachricht hinterlassen oder kommentieren auf Instagram. Mein Instagram-Kanal, die andere Chance der andere. Und mein TikTok-Kanal, das heißt Justus der andere 13. Alle Informationen zu diesen zwei Kanälen
sozialen Netzwerken plus das YouTube. 3 findet alles auf meinen Beschreibung dieses YouTube-Videos. Einfach runterscrollen, da steht der Name plus Link und ihr findet sogar eine Playlist. Die Playlist von der Quadreise. Ja, also ich im Quad gefahren bin, findet ihr auch eine Playlist. Deswegen aufgeräumter. Für Leute, die bestimmte Themen sehen wollen. Ich bin einfach ein Hobby-YouTuber, der Freizeit macht, Freizeitkamera, verdient kein Geld, es ist einfach Spaßverfahren. Das kann ich alles machen, weil ich viel Zeit habe, weil ich Single bin. Warum das liegt, warum ich Single bin, weiß ich nicht. Ich muss damit zurechtkommen. Bin halt nicht so attraktiv für diese Frauen. Keine Ahnung, weiß nicht. Vielleicht durch zu viel Reisen, zu viel Unternehmen. Mögen die nicht. Keine Ahnung. Solange ich keine gefunden habe, bin ich ein Single. Solange habe ich Zeit. Just is over and out. Game over. Ciao. Goodbye to you. Ende Aufnahme. Und sorry, falls die Kamera sich runterbewegt hat. Das ist... Hat sich die Kamera... Hat's. Ich habe nicht mal viel Zeit. Muss schon vorbereiten auf nächsten Video. Muss mich vorbereiten für morgen. Ausflug. Also sorry, falls es mich jetzt halb gesehen habt. Das ist natürlich, die Haltung hat sich ein bisschen runtergegangen. Also, ihr wisst ja schon. Ciao. Wir sind nur keine Profis, wir sind nur Amateure. Auch keine Anfänger, wir sind einfach nur Hobby-YouTuber. Man verdient damit kein Geld.